Wow, das ist so cool, mir platzt gleich der Pelvis. Fantastic. Yo, Home Dogs and Girls. Heute gibt's wieder ein Fantastic für euch und der erste Fakt ist, ich bin SpongeBob und war heute mit Patrick Bang unterwegs. Der zweite Fakt ist, das war eine Lüge. Ja, irgendwie bin ich heute gut drauf. Guckt auf jeden Fall nochmal hinter die Endcard, da habe ich einen kleinen Outtake reingeschnitten, der ein bisschen dumm ist. Ich hoffe, es gefällt euch und ihr habt Spaß damit. Viel Spaß! Der Testosteronspiegel eines Mannes steht im direkten Zusammenhang damit, wie scharf er essen kann. Es gibt sogar Menschen, die so krass sind und Tabasco als Augentropfen benutzen. So krass sind diese Menschen. Ja! Caipirinha wörtlich übersetzt bedeutet Landei. Herr Ober, einen Caipirinha bitte. Natürlich, bringe ich Ihnen gerne. Einen Moment, mein Herr. Danke. 10 minutes later. Bitteschön, Ihr Caipirinha. Ich wünsche viel Spaß damit, mein Herr. Howdy, Partner. Alles Roger? Bei einer Volkszählung in Australien gaben 70.000 Australier Jideismus als ihre Religion an. Die Religion mit dir sei. Es gibt Jelly Beans mit der Geschmacksrichtung Kotze. Früher als Kind habe ich mir sowas gewünscht. Macht mich das pervers? Ja. Okay. Warte. Hey! Wenn man in Italien weniger als 5 Euro bei sich trägt, gilt man als obdachlos. Bibidi, 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 babidi, 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 bibidi, bibidi, babidi, 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 Das teuerste Chicken McNugget der Welt kostet $8.100. Es soll der Kopfform von George Washington ähneln. Na klar tut es das. Mit einer Menge LSD. Das Spiel GTA 5 erzielte in den ersten 3 Tagen nach der Veröffentlichung über $1 Milliarde Umsatz. Ich hätte es nicht anders erwartet. Anstatt Äpfel mit Birnen zu vergleichen, vergleicht man in Rumänien Großmütter und Maschinengewehre oder Kühe und lange Unterhosen. Mein Sohn, so du kannst nicht rechnen. Stell dir vor, du hättest 5 Omas und 3 Maschinengewehre, so wie diese hier. Oder 5 Kilo Schweinemett und 3 Schlagbohrmaschinen. So machst du richtig. Danke, Papa. Nun, ich habe verstanden. Du bist mein Held. Ich weiß, Sohn. Und nun hol mir eine Pivo. Okay. YouPorn.com hat FC Bayern München-Fans gebeten, keine Torszenen gegen den FC Porto mehr hochzuladen. Ich bin nun wirklich kein Bayern-Fan, aber die Aktion ist echt derbe cool von euch. War was? Der Mars-Rover hat versehentlich einen Penis auf die Mars-Oberfläche gemalt. Versehentlich. Ist klar, Murat. Da war wohl ein Mars-Rover-Angestellter witzig drauf. Richtig lustiger Boy. Es gibt eine Krankheit, die Syndrom der unbändigen Haare heißt. Diese Leute, die an dieser Krankheit leiden, können ihre Haare nicht mit einer normalen Haarbürste bändigen. Daran leide ich nicht. Die Augen einer Eule sind starr nach vorne gerichtet. Die erste Webcam der Welt zeigt einen Livestream, wie eine Kaffeemaschine gerade Kaffee kocht. Ich glaube, ich fange auch an zu streamen. Wow, das ist so cool, mir platzt gleich der Pelvis. Kein Franzose, der in Frankreich lebt, wohnt mehr als 500 Kilometer vom Meer entfernt. Fromage, Croissant, Eiffelturm, muah! Chris, das sind random französische Wörter, die dir gerade einfallen. Die haben rein gar nichts mit dem Fakt zu tun. Du hast keine Ahnung. Du kannst nicht mal Französisch. Du hast nicht den geringsten Schimmer. So machen wir das nämlich hier. Die italienische Mafia machte im Jahr 2004 doppelt so viel Umsatz wie der Fiat-Konzern. Bibidi, bibidi babidi, bibidi bibidi babidi, bibidi babidi. Der Schmetterling hat 12.000 Augen. Das schreit ja praktisch nach einer Rückkehr. Diejenigen unter euch, die schon länger dabei sind, wissen, was jetzt kommt. Nämlich heute gibt's die Rückkehr des... Oh ja, ich hab dich vermisst, kleiner Freund. Sich in Boxen zu verstecken, baut bei Katzen Stress ab. Yo, Digga, ich hab hier gerade eine fette Keule am Stessel. Willst du mal ziehen? Baut krass Stress ab, Mann. Nee, Mann, ich hab da was Besseres gefunden, Digga. Digga! Yay! Das lateinische Wort Anus bedeutet wörtlich übersetzt alte Frau. Naja, das Wort kommt ja nicht von ohnehin. Beide können schon mal komisch riechen und sehen komisch aus.
Adolf Hitler wurde 1939 für den Friedensnobelpreis nominiert. Hitler und Friedensnobelpreis, ne? Das wäre ja fast, als würde man Großmütter mit Maschinengewehren vergleichen. Oh. Da war ja was, ne? Aus Angst vor Falten hat eine Britin seit 40 Jahren nicht mehr gelacht. Hm, dann hat sie aber noch keins meiner Videos gesehen. Oh! Hoh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 o! Je höher die Absätze einer Frau sind, desto hilfsbereiter werden die Männer ihr gegenüber. Das liegt bestimmt auch nicht daran, dass dadurch ihre Proportionen besser zur Geltung kommen. Nein, so leicht sind wir Männer nicht gestrickt. Warte, doch. Auf howoldisdieintel.net kann man sehen, wie alt das Internet ist. Momentan ist es 8690 Tage alt. Bei Katzen, die an Tom und Jerry Syndrom leiden, löst das Rascheln von Alufolie Krampfanfälle aus. Hunde können den Gesichtsausdruck von Menschen deuten. Na, das will ich mal sehen. Bei dir muss man nicht groß deuten. Du siehst immer behindert aus. Man kann seinen Ellenbogen nicht mit dem Mund berühren. Moment mal. Ich weiß genau, dass ihr das gerade ausprobiert habt. So, Freunde, das war's schon wieder mit Factastic für heute. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, lasst mir ein Abo da. Jobus wissen, wie man die Kommentarbox benutzt, yo. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein. Ich hoffe, es gefällt euch und habt Spaß damit. Viel Spaß! Das war eine schöne Flasche, die ist eine stabile. Alter, dass sie das ausgehalten hat, hör mal. Fuck! Die stell dich mal weg.